jetzt, ob ich mein Mikro kann, was wäre so vorsichtig eingestellt, damit man mich jetzt wieder voll direkt dort hören. Aber ich denke, das werde ich überleben. Oh. Unsere Scheibe schlägt, da muss ich kurz was umstellen. Und zwar, wo ist das denn? Oder? Ach, hier, warte. Da. Der kann doch irgendwo auch hinzoomen. Oh Gott, bin ich hier vorbereitet rein. Oh, okay, wir können auch von 11 gucken, von ausgucken. Ja, ne? Doch so wir. Sieht doch ganz lustig aus. Wir haben. Ach, naja, ob die Hände jetzt so am Lenkrad sind, wage ich zu bezweifeln. Wo ging das denn? Ich weiß, dass es hier geht. Es geht hier, wie kann ich das stellen? Oh, es passt. Ja, finde ich schön. Gut. Weiter geht's nach kleinen technischen Schwierigkeiten. Hat er aufgehört zu pissen? Fuck, ich bin falsch gefahren. Dann fahre ich gleich. Wir müssen doch noch rollen. Ich glaube, wir müssen. Ja, die Rollstufe ist es. Jetzt hoffe ich, sonst habe ich jetzt verkackt. Oh Gott. Wie noch die schöne Eurotruck. Da bin ich noch die schöne Eurotruck Lenkung gewöhnt. Also die ist echt schön für Tastaturverhältnisse. Und jetzt kommt das. Oh Gott. Ja. Können wir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr lieber wollt. Entweder geht es weiter mit Eurotruck. Oder wir werden erstmal das Let's Play hier machen. Bis ich einen anständigen Simulator mir gekauft habe. Also ich meine, es ist ein guter Simulator. Kann man nichts dagegen sagen. Aber ich meine halt jetzt einen anderen. Ne, es ist halt nicht so mein Lieblingssimulator. Ich, ja, ne. Hab's so mit den Busfahrsimulatoren nicht, aber den hatte ich jetzt. Oh, scheiße. Wir waren es nicht wirklich. Also, ich und so, ne? Ist klar. So. Mir, ich, ist auch alles das gleiche. So, weiter geht's. Hoffentlich ist es keiner, der irgendwie voll der frohen Spiel ist. Und, boah, das war klar. Aber wir haben niemanden überfahren, also alles gut. Ja, was ich gerade sagen wollte, ist hier niemand, der totale Pro in dem Spiel ist, was sonst. Sonst, I have the Arschkarten. Ist der Bus schief? Ach, keine Ahnung. Das kommt mir gerade irgendwie so ein bisschen vor. Okay, ich muss auf die Formate des Busses klarkommen. Weiter links fahren. Können wir unser Fenster runter machen. Oh, das ist. Ah. Da haben wir schön Schriftstoff. Hören ein bisschen die Straßengeräusche von draußen. So, zu können, ich werde jetzt einfach ein bisschen am Stück aufnehmen, um ein bisschen was zu haben, weil ich weiß jetzt echt nicht, wie das aussieht, wenn die Schule wieder losgeht. Ich meine, ich habe ja noch Ferien zum Glück. Das ist ja das Geile, ne? Die jetzt immer die ganze Zeit, haha, du hast keine Ferien, ich habe schon lang Ferien, die hocken jetzt hier in der Schule, wenn ich hier, also jetzt nicht, vielleicht morgen früh, während ich schön pendeln kann oder am Zocken bin. Oh ja, doch schön so, hier Sonnenblende, die Sonne scheint mir zu stark ins Gesicht. Hallo? Danke. Hier auch, natürlich. Und hier vorne müssen wir anhalten, dann packe ich gleich. 9 Minuten, das ist aber hammermäßig geil. Die Schufa-Schaltung, damit gleich der Warnblinker angeht. Wenn eine Tür offen ist, ist automatisch die Anfahrsperre aktiviert. Um losfahren zu können, müssen alle Türen geschlossen sein. Schließt es vor alle Türen. Ja, das weiß ich. Ich will ja gar nicht losfahren. Ein Ticket, okay. So, das muss an irgendeiner speziellen Reihenfolge machen. Ich weiß nicht welcher. Student. 61 gegeben, 2. 40 Cent Rückgeld. Und trocken.
Vielleicht jetzt? Aha! Ich glaube, wer es geht. Und? Passt. Sorry, aber ich habe nur Bargeld. Invalide. So, der darf einfach durch. Ich muss da noch kurz nachgucken, wie das geht. Damit habe ich jetzt immer Probleme gehabt. Wenn ich die bezahlen hab wollen lassen, dann haben die keinen Bock. So, Steuerung. Fahrzeug. Oh, mal gucken. Was ist alles? Ja, keine Ahnung. Ist das hier nicht irgendwo? Upsala. Muss ich mir merken. Okay. Vielleicht Spieler. Wie geht Standardbelegung? So. Sonstige. Nee. Da gucke ich das, ob das irgendwie geht. Das, ich meine, es muss ja gehen, ne? Hallo. Ein Ticket bitte. Was? Ja, ich. Wir sind durchgelassen. Das ist nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Da, okay, das ist normal, dem muss ich ein Ticket geben. Ich hätte gerne das Geld. Dann hätte ich gerne N für Nummer 81 als gegeben. 20. So. Und er will 18,20 zurück. Sind 20, 15, 17, 18, 20. So, und ihr seht, die Verbrühung bringt uns gar nichts, weil. Sorry, aber ich habe nur Bargeld. Ja, das interessiert mich einen Scheißdreck. Ich habe 16 Euro bekommen. Du bist normal. 10. Du kommst 8,20 zurück. Nein. 20, genau. Und Lenex, ja, entscheide ich in den letzten 5 Nanosekunden entgegen. So, 1,80 bekommen. Und es kostet 1,60. Komm. Erwarte 20 Cent. Ja, ich dachte, so willst du nicht. Ja, ist okay. So, wir haben jetzt zwar noch üble Verfrühung, aber wie ihr seht, das geht an den. Also das geht ganz schnell weg. Deswegen werde ich jetzt einfach weiterfahren. So. Die jetzt pünktlich zum Bus kommen wollten, die haben jetzt Pech gehabt, nur die zu früh kommen. Glück. Okay, dann wird einer aussteigen, das sehen wir an diesem kleinen Schild da. Und ich hätte jetzt das Problem, ich habe jetzt diese blöde Mucke hier rumfliegen. Da blöde ich Schlangen nicht mehr. Keine. So. Fahren natürlich rechts. Rechts. Also damit meine ich jetzt nichts Falsches. Ich meine nur, dass ich gerade nicht rechts gefahren bin, aber rechts fahren wollte. Ich glaube, ich ziehe die Gegenstände einfach an. Die, so wie ein Magnet. Mich zieht es einfach auf die Seite. Ich kann da gar nichts für. Ich glaube, so ist das.
jeden Fall. So. Was ich jetzt aufnehmen werde, ist auf jeden Fall die Fahrt und vielleicht ein bisschen. So, kein drin. Tag. Eine Fahrt. 2 Euro für normal. Und hier ist es eigentlich ziemlich eintönig. Aber es stört mich eigentlich nicht. Es ist ein ganz guter Simulator. Wartet, 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 wartet. Ist es tot? Ich hoffe. Oh ja. Fuck, das lebt noch. Oh ja, das sind ungeahnte Störungen. Alter, das nervt ja richtig. Das ist ja schlimm. Hi. Ja, gut doch. So, du hast noch rein. Einmal. 5 Euro für normal. Ist zu viel. Depp. Kommst 23 zurück. Bei 20. Und es geht weiter. Natürlich genau da, wo die Ampel rot wird, ist doch klar. Was Ding-Dong, nicht Haltestelle. Passt auf. Ja, ich glaube, der sollte mal schnell ins Krankenhaus, weil irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht, ne? Ja, ich bin Bus, kein Krankenwagen, ich kann das leider auch nichts tun. Mal ein bisschen ausprobieren, was hier alles geht. Was ist das denn? Okay, jetzt ist die Karte. Okay. Funktioniert doch alles. Also jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ach du Scheiße, ey, dieses Wetter, ne? Und es ist grün. Ach du Scheiße. Ja, zum Glück wieder totale Pro, ne? Ist doch klar. Echt. Los, tust. So, seid doch, das machst du da wieder. Bing, bing. So, wir können mal kurz gucken, wo wir noch hin müssen. Also, das ist schon noch eine ganz schöne Strecke. Bis hier zur Endhaltestelle. Und hier ist das Video auch vorbei. Es werden wahrscheinlich 2 Parts. Okay, da halte ich nicht an. Das hätte ich nicht mehr geschafft, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, ich versuche mir die Simulation eigentlich immer so realistisch wie möglich zu spielen. Das Problem ist, manchmal kann ich das einfach nicht. Mal gucken, mit dem neuen Simulator, den ich in Planung... Danke. Wird das vielleicht mehr funktionieren, aber auch nur vielleicht. So, man sieht da sowieso nichts, das sieht blöd aus, wenn das so... Wir können aber zu den Leuten hintergucken. Ja, gut doch. Mhm. Gut doch. So. Jetzt freuen sich alle, weil wir so nett sind. Und wir können weiter. Nächste Haltestelle. Postweg. Genau. Ab zur nächsten Haltestelle. Dürfte gar nicht. Was heißt denn Nachricht? Habe ich eine Nachricht bekommen? Wie kann ich die angucken? Ich habe keine Ahnung. Oh ja. Bremsen! Okay, zu schwer, das tut mir echt leid. Hätte ich aber bei den Gelb sehen müssen. Scheiße. Hier. So. Come in, lieber Mitfahrer. Ja, komm. Ja, komm, du willst doch bestimmt mitfahren, oder? Ja. Was ist das? Ach, genau, das wollte ich machen. Aha, jetzt ist nur noch eine Tür. Kommst du da vorne, du willst hier rein. Ich weiß das genau. Komm, du schaffst es. 5 Minuten. Komm schon. Du schaffst es als Erster. Komm.
Stehe ich falsch? Hm, selber schuld. Ich habe lieber ein bisschen Verfrühung als Verspätung. Da passt das schon. Und weiter geht's gleich. Ja, ich will wieder gerne aussteigen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden verärgert, weil ich einfach in die schöne Durchsage reingeplant habe. Aber ich denke, das sollten alle überleben. Heute zumindest. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon mit solchen Videos Anschluss zu einer neuen Community finde. Also ist eigentlich ziemlich mein Primärziel. Erstens, anständige Simulatoren-Videos zu machen, weil es einfach die kaum auf YouTube gibt. Ich meine, es gibt echt ein paar schöne Simulatoren und Sanelle. Aber das war's dann auch. So ein paar, so eine Handvoll, das war's. Weil wenn man sich jetzt mal bedenkt, wie viele Simulatoren-Kanäle und wie viele Shooter-Kanäle es gibt, das ist ein Riesenunterschied, weil die Community auch viel kleiner ist. Und ja, und ganz ehrlich, ich mag die Simulator-Community mehr. Ach du Scheiße, was geht da denn? Der Baum soll ja auch mal zum Arzt. Und zwar ganz schnell. Also wie gesagt, ich mag die Simulatoren-Community meiner Meinung nach viel mehr, einfach weil... Das ist nicht so dieses, nicht immer dieses, oh, ich weiß nicht, ja, es ist eben nicht immer in diesem Aslan-Schema und so. Ich meine, muss es bei einer anderen Community auch nicht sein, aber es ist auf jeden Fall bei Simulator-Community um einiges weniger. Ich meine, wenn ich auf meine aufgebaut habe, finde ich das natürlich geiler, aber wenn nicht, dann ist das eben so, oder? So, dann warten noch kurz und ich will es nicht mehr. Sonst wird unsere Tür nur noch weiter weiß und wir sehen gar nichts mehr. Ganz schön scheiße, der das hier ist, ne? Habe ich nicht den Scheiben so stärker? Quietsch, 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 quietsch. Ja, schlimm. So, was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, wie ich es schaffe mit dem Video. Jetzt, wenn die Schule wieder anfängt, da bin ich ja total vom Thema abgekommen. Weil, ja, wissen ein paar von euch, kommen jetzt in die 9. Klasse und. Das ist eben dann doch schon ganz wichtig. Ne? Ich meine, ich finde es echt nicht schön, das zuzugeben, dass Schule wichtig ist, aber ich kann nichts dagegen tun. Die ist wichtig und wird wichtig bleiben, das ist das Problem. Ich meine, nach 2 Jahren habe ich es geschafft und dann ist es vorbei. Zum Glück. Du Scheiße. Das sind bestimmt irgendwelche Heizungseinstellungen. Komm schon. Übrigens, Skype angeschrieben, das werde ich jetzt aber mal gekonnt ignorieren und wir werden weiterfahren. Ist ja noch ein kleines Stückchen vor. Ich bin so richtig neugierig, ne? Ich muss jetzt wissen, was der mir geschrieben hat. Okay, ich muss jetzt einfach kurz nachgucken, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss.